Es hat begonnen. Für das größte Volksfest der Welt gilt wegen der jüngsten Gewalttaten in Bayern dieses Mal ein verschärftes Sicherheitskonzept. Der Auftakt verlief heute relativ entspannt. Wegen des Dauerregens waren offenbar weniger Besucher als sonst gekommen. In vielen Bierzelten gab es auch nachmittags noch Plätze. Gefeiert wird in München noch bis zum 3. Oktober. Das hat es beim Münchner Oktoberfest noch nie gegeben. An jedem Eingang Dutzende Ordner eines privaten Sicherheitsdienstes. Große Taschen dürfen die Besucher nicht mitnehmen. Doch auch wer ohne Gepäck kommt, wird genau kontrolliert. Die meisten haben Verständnis dafür. Finde ich gut, Hauptsache es ist sicher und die machen ihren Job und es ist gut so. Ja, wenn es die Sicherheit dient, dann ist es in Ordnung. Trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen ist die Stimmung gut, daran ändert auch der Dauerregen nichts. Niemand hier lässt sich den Spaß verderben, auch nicht vom Bierpreis. Zwischen 10,40 und 10,70 kostet die Maß. Um Punkt 12 hat Münchens Oberbürgermeister Reiter die Wiesen eröffnet. Botschaft ist auf eine friedliche Wiesen! Damit es eine friedliche Wiesen wird, hat die Stadt erstmals das ganze Gelände umzäunt. An einer Stelle mit diesem aufrollbaren Maschendraht. Bei einer Panik oder Überfüllung sollen Ordner den Zaun innerhalb von einer Minute öffnen können. Doch darüber müssen sich die Verantwortlichen heute keine Gedanken machen. Mir ist bislang nichts bekannt, dass es in den Zelten momentan zu irgendwelchen Problemen gekommen ist. Auch die am Anfang ja durchaus kontrovers diskutierte neue Einlasspolitik mit dem Taschen- und Rucksackverbot hat bislang zu keinen größeren Problemen geführt. Eine vorläufige Einschätzung. Mögliche Probleme des neuen Sicherheitskonzepts dürften sich erst zeigen, wenn deutlich mehr Besucher kommen als heute.